Los geht's! Kleiner roter Traktor ist überall bekannt. Mit Jan am Lenkrad zieht er übers Land. Er ist kein Riese, aber mutig stets. Kleiner roter Traktor, los geht's! Schleppi, Flitzer und der große Blaue sind mit ihm gern unterwegs. Kleiner roter Traktor, los geht's! Aufwachen, kleiner roter Traktor. Morgenstund hat Gold im Mund. Es gibt aufregende Neuigkeiten. Veronika wird heute ein Kalb bekommen. Also sollten wir gleich raus auf die Weide fahren, um zu sehen, wie es ihr geht. Keine Spur von Veronika. Nein, das ist ein gutes Zeichen. Kühe gehen häufig weg von der Herde, kurz bevor sie ihr Kalb bekommen. Lass uns da hinten noch mal nachsehen. Psst, sieh mal, da ist sie. Wir dürfen sie nicht stören. Wir werden später noch mal nach ihr schauen, ob es ihr gut geht. Guten Morgen, Jan. Wie geht es dir? Psst. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Veronika wird heute kalben, Stumpi. Darum soll sie ihre Ruhe haben. Oh, ich verstehe. Keine Sorge. Wir werden ganz leise sein. Danke, Stumpi. Also, bis später. Schön leise, Flitzer. Wir wollen doch Veronika nicht stören. Entschuldigung, die Dame. Herr Junker? Herr Junker! Ah, guten Morgen, Jan. Ich fäll gerade diesen alten Baum und mach Feuerholz aus ihm. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Einen Gefallen? Kostet mich das irgendwas? Nein, es geht nur um Veronika. Sie wird heute kalben. Darf ich Sie bitten, ein klein wenig leiser zu sein? Aber kein Problem, ich werde mich beeilen. Mit dem richtigen Werkzeug geht alles. Danke, Wiedersehen. Und alle haben gesagt, die alte Karre würde nie mehr richtig laufen. Aber Walter, der geniale Mechaniker, hat sich wohl etwas zu früh gefreut. Warum machst du das bloß mit mir? Hab ich dir je was getan? Hab ich das? Und jetzt musst du mich auch noch an? Oh, hallo Nicola. Nein, ich bin gerade... Ja, stehen geblieben. Woher weißt du das? Ja, und neuerdings mut der Wagen auch noch. Ja, ich hab mich auch sehr gewundert. Ja, könntest du mich bitte abschleppen? Ja, danke, Nicola. Bis gleich. Das war's. Diesmal wartet endgültig der Schrottplatz auf dich. Und hör auf damit! Hallo ihr! Ich habe heute gar nicht mit euch gerechnet. Wir wollten dich nur mal fragen, wie es Veronika geht. Bis jetzt gut. Wir haben uns schon Sorgen gemacht. Sorgen? Warum denn? Wir sind an ihrer Weide vorbeigekommen und da stand das Tor offen und es darum... Es stand offen? Ja, und da haben wir gedacht, dass irgendwas passiert sein könnte. Damit könntet ihr auch recht haben. Ich danke euch. Ich fahre da sofort hin. Ich rufe euch nachher an und erzähle euch, was los war. Hoffentlich ist mit Veronika alles in Ordnung. Jan und der kleine rote Traktor kümmern sich schon um sie. Du musst keine Angst haben. Jan hat den Schwein noch nicht genug zu fressen gegeben. Na los, das können wir doch machen. Oh nein. Veronika hat sich irgendwo ein ruhiges Plätzchen gesucht. Sie könnte überall sein. Komm, vielleicht arbeitet Herr Junker noch da, wo er vorhin war. Er könnte etwas gesehen haben. Herr Junker? Jan, gibt's schon Nachwuchs bei Ihrer Kuh? Nein, Veronika ist nicht mehr zu finden. Sie haben sie nicht zufällig gesehen? Nein, ich war beschäftigt. Hab mich beeilt, wie ich's versprochen habe. Danke.
Gut, dann werde ich es woanders versuchen. Wären Sie vielleicht interessiert daran, mir ein bisschen Brennholz abzukaufen? Also, ich verstehe das nicht. Es waren seltsame Geräusche. Es klang so wie Muhen. Habt ihr irgendwo Veronika gesehen? Deine Kuh? Ja, sie ist von ihrer Weide verschwunden. Wisst ihr, sie wird jeden Moment ihr Kalb bekommen. Ich mache mir große Sorgen. Deine Kuh? Ich bin ein Trottel. Eine Kuh, natürlich. Walter? Ich hab gedacht, mein Auto macht Mu-Geräusche, aber das war sicher... Veronika! Aus welcher Richtung kam denn das Mu? Naja, weißt du, darauf hab ich gar nicht geachtet. Ich dachte ja, es wäre dieser verflixte Wagen. Weißt du was, Jan? Ich gehe dorthin und du suchst in dieser Richtung. Ist gut. Und was wird aus mir? Was wird aus dem Wagen? Der Wagen kann warten. Und es ist niemand in der Werkstatt. Lauf doch zurück, Paps. Und ich komme dann, sobald wir Veronika gefunden haben. Danke, Nicola. Ruf mich auf dem Handy an, wenn du irgendwas siehst. Mach ich. Das ist alles deine Schuld. Warum machst du auch solche Mu-Geräusche? Also, wir müssen hier alles absuchen. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's. Veronika! Sieh mal. Die sind ganz frisch. Ich bin sicher, die stammen von Veronika. Komm, kleiner roter Traktor. Wir folgen ihnen schön langsam. Wow! Oh. Entschuldige, Stumpi. Hast du zufällig irgendwo Veronika gesehen? Nein. Ich bin gerade dabei, Flitzer zu reparieren. Wir hatten heute Morgen ein kleines Missgeschick mit einem Tor von der Weide. Wann war das? Oh, das weiß ich nicht. Ich hatte gerade Jan getroffen und danach sind wir da reingedonnert. Oh. Das Tor, das ist es. Sie ist da einfach rausmarschiert. Tut mir leid. Ich habe das Tor nicht wieder richtig zugemacht. Warte, ich helfe dir suchen. Jetzt höre ich dieses Gemurmel schon überall. Hey, Augenblick. Also, das kam doch eben aus der Werkstatt. Oh. Veronika? Veronika, hier bist du also. Du musst keine Angst haben. Glaub mir, es wird alles gut. Oh, da wird Jan aber erleichtert sein. Oh! Walter, ich weiß, es klingt merkwürdig, aber wir anrufen. Sind den Hufabdrücken gefolgt und die hören genau vor deiner Werkstatt auf. Ich habe Veronika gefunden. Du wirst es du nicht glauben, aber... Du hast sie gefunden? Ja, sie steht hinten bei mir in der Werkstatt. Sie ist ganz ruhig. Da bin ich aber froh. Was wollen wir jetzt machen? Nichts, wir müssen einfach abwarten. Wir müssen das Mutter Natur überlassen. Ich habe keinen Ton gesagt. Ich bin nur hier, weil ich tanken möchte. Veronika ist da drin und erwartet jeden Moment ihr Kalb. Ja, tut mir leid, aber wir haben geschlossen, bis es da ist. Und was soll ich so lange machen? Sie müssen warten. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Wir müssen das Mutter Natur überlassen. Gut, dann warte ich eben. Jan, es ist alles meine Schuld, weißt du? Was? Ihr habt sie gefunden. Ja, sie ist da drin in der Werkstatt. Ich glaube, sie steht kurz vor der Geburt. Oh, das sind ja tolle Neuigkeiten. Also, was machen wir jetzt? Abwarten. Wir müssen das Mutter Natur überlassen. Aber wir könnten was essen. Ich hole ein paar belegte Brote. Das klingt vielversprechend. Und kann ich jetzt bitte tanken?